Herzlich willkommen zur 207. Folge. Hallo. Und ey, du bist immer so ungeduldig, Alter. Was soll denn das? Weil du Zeit schindest, wir müssen hier arbeiten. Jetzt mach hin da. Meine Jetzt haben nicht alle Güte, ey. 3 Wochen Zeit, um was weiß ich zu machen, ey. Boah. Kann man die pushen da, ey. Oh. Ja, schlimm mit dem Personal, ne? Nein, ist mein Zug abgehauen. Ist doch alles wundervoll. Herzliche Grüße. Was denn? Nicht. Ich vergesse nichts. Niemals wird ich irgendwas vergessen. Profi und so, oder wie war das? Alter, das ist nicht wahr. Ich muss schon sagen, dir fehlt echt wenig auf Theoden. Das ist schon schmackhaft, dass dir so wenig fehlt. Zu viel Wasser? Habe ich schon gefragt, ob es hier so ein Absperrventil gibt? Fragt hast du es nicht, denke ich. Aber ich glaube, so richtig geben tut es das nicht. Was für eine Ventil meinst du denn? 80% Sackhäuten. Indirekt gibt's sowas, aber halt nicht direkt, nein.
kannst es halt mit einer Pumpe und einem Tank dahinter machen. Wenn der Tank so und so einen Füllstand hat, dann soll er die Pumpe aktivieren. Haben wir sowas wie eine Beutungsanlage? Kommt auf die Flüssigkeit drauf an. Wasser. Nicht wirklich. Du kannst es halt in den elektrischen Heizkessel schmeißen, ne? Ja, den habe ich auch gerade hier. Aber sonst? Sonst hast du nur die Option, es in Wassereis oder irgendwie sowas umzuwandeln. Und damit das, was weiß ich, zu machen, so, aber. Aber sonst nicht wirklich. Stopp, das ist wieder raus, das ist der falsche Zug. Alter Schwede. Was denn? So alt bin ich jetzt auch nicht und ich bin auch kein Schwede eigentlich, aber danke. Also wir haben jetzt auf jeden Fall auf Novus wieder mehr als genug Sprengstoff. Dafür wird uns vermutlich jetzt als nächstes dann Hitzeschilder ausgehen oder wieder Leichtbauteile. Kannst du dir, glaube ich, persönlich gesehen aussuchen. Weil Leichtbauteile sind wir auf 84 wieder runter, Hitzeschilde vermutlich eher weniger. Aber Leichtbauteile werden ziemlich sicher zeitnah wieder leer sein. Dann schicke ich einfach mal was rüber. Haben wir noch ein paar hier. Es waren nicht viele, aber ich habe zumindest ein paar. Also selbst mit dem Zug fahre ich hier mittlerweile schon 5 Minuten, ne? Also Tank, Pumpe. Du, Bedingung, wenn Wasser größer ist als 1. 22.500, dann aktiviere dich. Und kippt das Zeug in so einen komischen Kessel hier rein. Wo ist der? Du solltest eventuell einmal, um zu testen, ob der Kessel wirklich funktioniert, da auch Wasser einmal kurz reinkippen. Dampf, 100 Wasser zu 0 mal Dampf. Aha. 100 Wasser zu Dampf 100 Grad, 165 Grad. Naja, im besten Fall ist es mit 0 mal Dampf, ne? Du musst wenigstens nicht aufpassen, dass du noch eine Dampfmaschine dazu hinterkippen musst, ne? Nö, der kann ja hier einfach mal das zu 2000 Grad machen. Und was willst du mit so einem heißen Dampf? Daraus mache ich dann Strom. Weil ich es kann.
Also du machst da 5000 Grad, du machst 500 Grad. Weil das braucht 22 Sekunden, das andere braucht nur 2 Sekunden und dann 165 Grad braucht 0,66 Sekunden. Oh, warte mal, wo kommt ein Eisenblatt auf einmal her? Weltwunder oder Sonne. Alter, ich krieg grad Eisenblatt geliefert, das ist hier der Wahnsinn. Wunder geschehen, wenn du gar nicht glaubst oder so ähnlich. Mega. 20 sind auf dem Weg. Das ist ja wie Weihnachten und Neujahr zusammen hier. Und Ostern und okay, das waren tatsächlich nur 51 Stück, die sie hergestellt haben. Verdammt, Hacke. Wer hat sich den Rest geschnappt? Ach, die sind da, da sind die reingekommen. Alles klar. Guck mal, der fährt auch mit Kupfer hier los, Alter, mit wahnsinnigen 8. Und das Eisenerz. Alter, 57 Eisenerz. Alter, 57 Eisenerz habe ich jetzt hergestellt. Felix! Ich bin leicht schockiert. Also, Kunststoff habe ich. Eisen hätte ich, wenn Eisen genug da wäre. Günstig. Kupfer hätte ich auch. Joa, das ist natürlich jetzt eher ungünstig. Guten Tag, Herr Novus Orbit. Haben Sie sowas vielleicht im Angebot? Oh, man kann sowas sogar echt schießen. Welcher Pfeifenkopf hat da die Anlage hingesetzt? Gib mir eine Minute. Ich weiß nicht. Boah, da muss ich die Verarbeitung noch hin. So, wenn ich das jetzt da aus. Wenn ich jetzt hier so Dampf dran setze. Ja, dann. Du machst aus den 165 Grad machst du 1,8 Megawatt. Könnte im Rahmen der Möglichkeiten sein, ja. Okay, ich habe vielleicht das andere, die andere Geschichte vielleicht eventuell vergessen. Mann, ey. Das ist jetzt leicht doof. Ich habe ja Solarpanels. Richtig. Dies kann ich soweit bestätigen, ja. Das ist dann natürlich leicht blöd.
sowieso, ja. Hast du das mitbekommen? Es hat gerade Blink Link Ding gemacht. Ja, ich habe schon zweimal sehr geholt. Wie lange denn auf Novus keine Logistikroboter mehr frei? Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz erklären. Aber ein paar sind noch da frei. Wo? Auf Novus sind noch 900 frei. Vielleicht nicht mehr, aber ja. Aber lass mich raten, bevor das wieder Eisenerz? Nein. Ich habe keine Zeit für Eisenerz, ich fordere Eisenplatten. Traurig. Okay, und Eisenerz. Na dann. Aber in der Zeit, wo ich das letzte Mal Eisenerz gefordert habe, in der Zeit ist der Eisenerzvorrat schon wieder um 42.000 gestiegen auf Novus, ne? Mhm. Liegt halt mitunter daran, dass wir das nicht wirklich mitverarbeiten. Doch, ich schon. Ja, aber nicht auf Novus direkt, meinte ich jetzt. Das ist wiederum was anderes. Wo sind denn die Scheißdinger da? Ich vergesse es eh gleich mal einzugucken. Das freut mich doch, dass du sowas vergisst. Ausgang voll. Ausgang voll. Ausgang voll. Mangel an Komponenten. Was fehlt dir? Okay, Ausgang voll. Ausgang voll, Bruder. Ausgang voll. Ja, weil es überall diese scheiß verdammten Dinger hakt, ey. So, Moritz, du hast doch bestimmt hier nochmal das für mich, oder? Verdammte Kacke, du hast das sogar. Guck mal, ja. Egal, ich nehm's trotzdem. Das ist so traurig, wenn man sich das bei Wissenschaft anguckt, mit dem, was die blauen Sachen alles an Zwischenkomponenten haben, ne? Und wie viele Rezepte man in der Zwischenzeit bekommen hat. Und das Traurige ist, dass man die meisten Rezepte vermutlich sogar nutzen müsste. Aber du brauchst halt für die meisten Sachen dann noch mehr von diesen leeren Datenkarten. Und die kann man sich halt eigentlich nicht leisten, weil die einfach arschteuer sind und arschlange brauchen zu craften. Okay.
Hast du schon mal von dem Ausdruck, die Not macht erfinderisch, gehört? Wenn ja, guck dir einfach mal das an. Oh Mann, ey. Das kann man sich nicht mehr geben, ey. Kannst du gleich nochmal pingen, wenn ich so bin. So, ja, ich muss einfach. Wo ist der Ping? Auf den drei Greifarmen, die das über die Fließbänder rüberreichen. Achso. Okay, kein Kommentar. Das passiert ja, wenn man langsam nicht mehr genug Untergrund hat und das an der einen Stelle relativ kompliziert wäre, da mit Untergrund rüberzukommen. Nicht auf Movis. Gesundheit. Ach, danke. Das war die Fanfare zum Folgenende, habe ich gehört. Nein, das kann nicht sein. Ich muss das jetzt alles auch einstellen, ansonsten kriege ich mit ein Problem. Also ich hoffe, du brauchst aktuell auf Novus. Nein, ich korrigiere meine Aussage. Ich hoffe, du brauchst gar keine. Logistikroboter. Logistikroboter mehr. Ich denke. Ach du Scheiße. Ach du. Ich. Wollen wir tauschen? Wasser. Ja, guck doch mal die gelben Karten an. Die sind doch kacke. Sondern die Scheiße. Du brauchst für dieses Wissenschaftspaket 1. Materialwissenschaftspaket 1. Das geht ja noch. Ja. Iridiumplatten, signifikante Daten, dann der tolle gelbe Katalog, die gelbe Erkenntnis und Thermofluid. Fluid ist okay, signifikante Daten ist okay und Iridiumplatte ist okay. Der Materialkatalog brauche ich ja die tollen vier Karten oder vier Daten. Und die Erkenntnis brauche ich ja einen Materialkatalog. Das ist ja. Die Erkenntnis ist einfach, wenn du den Katalog hast. Aber die Daten. Die erste ist noch einfach, die kalt-thermodynamische Daten. Die Materialtestpakete habe ich in die leeren Datenkarten, habe ich. Danach brauchst du aber Plasmastrom. Dann Ja, das brauchst du ist eine gut. Iridiumplatte, Stahlträger und Schmiermittel. Und bei der letzten brauchst du noch Beton. Wie soll ich denn hier oben Beton hinbekommen? Ja, gar nicht. Richtig. Es wird genauso wie bei den roten Schaltkreisen gefühlt am Ende sein, dass ich das hochschicke oder so. In 400.000-facher Ausführung, so ungefähr. Ich hab meine ganzen Bauchwörter ein. Also ich brauche dafür nur so ein paar Bauchwörter oder was? Offensichtlich. Kann ich mir nicht vorstellen. Sind noch 5.300 frei. Na gut, wenn ihr das sagt. Dann sind halt jetzt keine mehr frei. Es wäre vielleicht toll,
wenn ihr vielleicht erstmal nicht meine Eisenplatten zu mir liefern würdet. Ich meine, das ist auch toll. Aber nimm doch einfach erstmal die verdammten Scheiße grün Dings da raus. Nee, sowas machen die nicht. Oh Mann, ey. Gut, aber dann würde ich sagen, hau rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.